Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft mit Nevergiss. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier auf der Farm ein wenig geackert und gemacht und was weiß ich nicht alles. Und deswegen geht es jetzt ja auch gleich weiter. Wir ernten ein wenig Wolle von den Schafen und wir werden das Feld hier noch ein bisschen ausbauen oder anbauen oder ernten, je nachdem, was halt so ansteht. Einige von euch werden sich sicher fragen, warum man jetzt keinen Spielsound hört. Ja, und da hat der liebe Neverwell wieder nicht aufgepasst und hat aus Versehen den Media Player auf 100% laufen lassen, wodurch meine Stimme dann im Endeffekt mega verkackt war, ganz auf Deutsch gesagt. Ja, jetzt darf ich den ganzen Mist hier nochmal nachsprechen, was ich mega gut mache, da ich die Folge heute aber brauche. Und also jetzt in 3 Stunden brauche ich die Folge und ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit für sowas jetzt gerade, aber ja. Ist halt so, ne? Ja, hier tun wir erstmal ganz kurz hier ein paar Steine hinplatzieren. Ich wollte jetzt eigentlich Fackeln aufplatzieren, aber da hatte ich keine mehr. Und gehe ich jetzt einmal hier lang. Ich rede mal in Perspektive. Und schauen wir mal, ob wir hier Fackeln in der Kiste haben. Wo ist die Kiste? Hier. Ne, da haben wir keine Fackel mehr. Auch da ist nichts, was sowas verbrennen könnte. Aber wir können ja mal zum Beispiel was mitnehmen. Hier zum Beispiel die Zäune könnte man gebrauchen. Oder ein bisschen was für ein Grünzeug. Ich habe das natürlich nicht genommen von dem, was ich gerade sage. Doch, habe ich Grünzeug, okay. Ein Busch reicht eigentlich. Nehmen wir lieber die Kürbisse nochmal mit dafür. Das passt mehr. Können wir das auf der Farm ein bisschen platzieren, ein bisschen was Aussehen machen auf der Farm. Damit das hier alles ein bisschen schöner aussieht. Müssen natürlich dabei aufpassen, dass... Jetzt mache ich das mal zu hier. Geh weg. Da. Müssen natürlich aufpassen, dass wir das nicht zu nah am Zaun platzieren, sonst... hat sich das und dann springen die ganzen Schafe rüber und dann können wir Schäfchen zählen. Moment, da war Behutsamkeit drauf. Okay, dann tun wir das hier mal eben. So. Okay, noch ein paar Hecken hier platzieren. Sieht bestimmt auch nicht schlecht aus. Mal eine Schräge. Hier kann ich nichts platzieren, hier ist zu wenig Platz. Hier aber. Tada! Und das ist das erste Schaf wieder voll mit Wolle. So, wollen wir mal mit der Schere durchgehen. Flup, flup. Ein roter. Ey, das machen wir aber nicht, ne? Obwohl, doch, das machen wir. Ist ja ein sehr produktives Schaf. Es frisst, nachdem es geschoren wurde. So sollten alle Schafe sein. Und du wolltest doch schon immer ein schwarzes Schaf sein. Ich weiß es genau. Und auch du. Braune Wolle ist momentan nicht so in Mode. Das sagt Mailand, Madrid und Paris. Hauptsache Italien. Und da sind schon wieder neue schwarze Schafe. Die fressen ja wie die Wucht. Die Kuh kann ich nicht ernten. Schade eigentlich. Die Kuh ernten. Ich ernte meine Schafe. Wie machst du das? Und hier noch ein schwarzes. Gut, da haben wir ganz schön viele schwarze. Aber das passt ja. Wir wollen ja nachher oder in der nächsten Folge auf jeden Fall. Pardon. Auf jeden Fall noch hochgehen und die Teppiche auslegen. Da werden wir schon ein bisschen schwarze Wolle brauchen. So. Hä? Was ist hier los? Hier fehlt irgendwie Weg. Habe ich das vergessen, in der Kopie mit dran zu machen? Ja, das kann man ja irgendwann mal beheben, das ist jetzt auch kein Problem. Hier könnte man zum Beispiel mal die Büsche noch mit heran platzieren. Und wir geben uns ganz kurz auf mal auf Weg und holen ein wenig Stroh, Weizen, Gerstegetreide, Roggenhafer, Milchbrei. Was? Und werden das mal jetzt kurz abernten hier. Ist das eigentlich, wenn wir eine Schere abernten, kriege ich da irgendwas anderes raus? Nö, nicht wirklich, gell? Ganz schön viele Samen. Naja, okay. Ja, wir haben das jetzt kurz ab. Dann gehen wir zu den Schafen, vermehren die ein bisschen, damit wir noch schneller Wolle kriegen. Ihr wisst ja, umso schneller, umso besser. Und dann können wir hochgehen in den Tempel der Fliegigkeit. Tempel der Fliegigkeit. What the fuck? Also im richtigen Spiel hatte ich sinnvollere Themen drauf. Das ist das Problem, wenn man das nachsprechen will. Man hat keine Ahnung, man weiß nur ungefähr, was man erzählt hat, aber dann war es auch schon. Ich glaube, ich hatte erzählt, dass ich mir jetzt Watch Dogs kaufen werde, demnächst. Das wird ja jetzt demnächst kommen. Und da Minecraft momentan ja keinen festen Platz mehr hat, wird das dann für Minecraft auch eingesetzt werden. Momentan spielen wir ja noch mit Moria. Da haben wir ja auch ganz gut, da habe ich jetzt irgendeinen Fehler gemacht heute. Da muss ich mal schauen, da habe ich irgendwie eine Folge doppelt veröffentlicht. Ja, momentan spielen wir noch Memoria und noch League of Legends. So. Gute Nacht, Hundis.
Ja, wenn League of Legends dann vorbei ist irgendwann, obwohl ich nicht glaube, dass das so schnell vorbeigeht, deswegen lasse ich das erstmal noch. Weiß ich noch gar nicht, was ich danach mache. Nach Memoria wird auf jeden Fall. Ach nee, nach in New Beginning, was momentan noch läuft, kommt auf jeden Fall dann Watch Dogs. Der wird es eine kleine Pause geben dann, weil ich da nichts zwischenpacken will. Weil, weißt du, dann kommt Watch Dogs raus. Das sollte jetzt im Mitte Mai sein und Memoria geht nur noch ein paar. Quatsch. In New Beginning geht ja nur noch ein paar Folgen. Für alle, die das interessiert. Ja. Dann kommt dafür dann halt New Begin Quatsch, Watch Dogs. Und für League of Legends sollte das beendet werden, kann ich dann eventuell Tived oder was wir auch noch spielen wollten, ist ja Night of the Rabbit. Da wollten wir auch noch spielen. Ich weiß, hab zwar das ganze Let's Play beim Kronk gesehen, aber das ist jetzt nicht so wild. Ich kann mich eigentlich nicht mehr wirklich daran erinnern, was da jetzt genau passiert ist, nur noch an kleine Details. Ich wüsste zum Beispiel nicht mehr, wo die Tränen. War das Tränen? Nee. Was war denn das? Irgendwas hat er gesucht, gesammelt die ganze Zeit. Auf jeden Fall wüsste ich jetzt gar nicht mehr, wo das liegt, oder. Nö, könnte mich nicht dran erinnern. Nee, das passt schon. Das werden wir auch noch irgendwann spielen. Da fehlt mir jetzt genau das eine Weiz, was ich fürs Huhn gerade reingeballert habe. Na, klasse Huhn, danke dir. Schwein. Ich glaube, es wird nachher sterben. Naja. So, mit Fleisch füttert man dich nicht. Und jetzt hier, los, Weizensäpchen. Und da habe ich doch ein Weizen runtergeworfen. Ich habe mich schon vorhin schon gewundert, ob ich da ein, zwei weggeschmissen habe. Habe ich wirklich getan. Okay. Go, 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 go. Weizensäpchen. Du. Und auch da sind noch welche, das Huhn will kein Weizen. Du willst kein Weizen. Du willst kein Weizen. Du willst kein Weizen. Na, du willst, nein. Na doch, hier und da noch ein bisschen. Und was willst du noch was? Ja, hier, Weizen für alle da. Weizen. Er ist hier und dort und überall. Du siehst ihn nicht, doch du schmeckst ihn grad. Das ist der Weizen. La. La, 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 la. Boah, ein Riesentierhort, Alter. Boah. This is my farm. My farm is amazing. Oh mein Gott. Geht weg. Keiner kann euch leiden. Oh mein Gott. Nein. Ich werde getiert. Oh mein Gott. Das Schaf ist süß. Lol. Wer will noch? Wer will noch? Och, guck mal, die ganze Kühe an. Mö, mö, ma. Wuff. Was? Da will anscheinend keiner mehr, keiner mehr, keiner mehr. Ach, das sieht voll, Alter, ich sehe voll Kopfschmerzen davon wieder, ey. Boah. Runtergehen und abscheren. Da ist rote Wolle und da ist keine Wolle und da ist rote Wolle und da ist keine Wolle und da ist keine Wolle und da ist auch keine Wolle und ja, nö, eine ganze Menge keine Wolle. Ja, aber die kleinen Schafe fressen jetzt alles ab, aber die großen Schafe fressen nichts. Die großen sind doch die mächtigen. Das ist nicht wie im richtigen Leben, dass die kleinen Schafe vorgehen. Nein, hier gehen die großen Schafe vor. Hier stirbt eh kein Schaf, seit ich schlag mir ein Schwert drauf ein. Da ist ein schwarzes Schaf, an dem ich erstmal vorbeigerannt bin. Okay, gut. Na, ja, warum nicht? Wird ganz schön viel langsam. Und da habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht hier diese Stelle in ein zweites Gehege umbasteln. Dass dann hier, was weiß ich, die. Oh. Die Schweine eventuell, wir könnten auch die Hühner jetzt nicht so. Ja, ich würde die Schweine hier rein produzieren oder die Kühe. Wow, wo kommst du denn her? Wow. Das ist wow, jetzt hat er mich vergiftet. Du stirbst. Stirb, 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 stirb. Oh mein Gott, und ich bin. Oh, noch 20 Sekunden. Okay. Unverlangsamt bin ich. Was habe ich bekommen? Ich habe bekommen Zucker. Wow, klasse. Ich bin hell begeistert, ich habe Zucker bekommen. Yay. Naja, was tut man nicht alles für den guten Zucker? So, jetzt suchen wir noch ganz kurz die Knochen hier, die wir haben. Ich weiß gar nicht, wo wir die her haben, aber wir haben sie. Vielleicht war die auch von der Hexe gerade. Ich habe keine Ahnung. So, ein bisschen auf jedes. So, dann machen wir uns hier mal ein paar Zäune aus den restlichen Sticks. Und dann wird es hier mal ganz schnell fertig gemacht, das Ding. So. Ja, da habe ich jetzt gerade keine dabei. Ich überlege gerade, ob ich den Berg abtrage oder ob ich. Ich könnte vielleicht mal probieren, hier Gras, Pflanzen reinzubasteln. So eine Art Mauer.
dass das von hinten nicht irgendwie reinspringt oder so, oder zumindest sich wehtut dabei. Es muss sich schon wehtun. Was? Was geht hier? Sieht ein bisschen doof aus. Machen wir noch eine Reihe davor. Dann sollte es eigentlich ganz cool aussehen. Dim, 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 dim. Und dann passt ja auch mit dem Zaun. Go, 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 go. Jo, genau. Und hier unten kommt dann Erde hin, also kann ich hier auch noch mal ganz kurz auskleiden. So, gut. Ja, und dann gehen wir jetzt einfach mal hier holen, holen ein bisschen Erde. Und dann geht's auch gleich weiter. Hier war nichts hier. Ja. Das sollte ich mal mitnehmen, jetzt, wenn wir das machen so. Blätter brauchen wir jetzt nicht noch mehr. Und ja. Ist übrigens mega penetrant, sowas nachzusprechen. Ohne Mist. Ihr müsst euch mal hinsetzen. Na gut, ich meine, keiner von euch würde irgendwas aufnehmen, aber ihr müsst euch mal hinsetzen und dann versuchen, das, was ihr vor 2 Stunden aufgenommen habt, dann nochmal nachzusprechen und dann auf Dinge einzugehen. Und ihr wisst manche Dinge einfach gar nicht mehr. Zum Beispiel habe ich zu in diesem Moment gesagt, oh, dieser majestätische Berg da hinten, und habe irgendwelchen Scheiß gelabert. So, dann tun wir die drei, das erstmal raus. Das sieht ein bisschen doof aus. Dann hauen wir hier gleich noch Blatt rein. Und dann fängt jetzt hier der Zaun an. Erde. Wow, wir haben eine Erde dabei. Oh mein Gott. Dann suche ich das beim Zaun platzieren. Dann tue ich die Erde hier hin. Und wunderbar, das ist fertig, oder? So, lassen wir das einfach bleiben. 5 Tonnen Wolle dabei, das war's das. Hier haben wir noch eine Erde. Das können wir auf jeden Fall noch nutzen. Eine Erde ist immer toll. Hier haben wir den Kies mitgenommen, damit wir das ja auch mal reparieren können. So. Rein, raus. Raus, rein. Und weiter geht's. Hoffentlich springt mir jetzt kein. Eigentlich hätte ich jetzt reinfahren müssen. Aber okay, gut, ja, dann falle ich da halt nicht rein. Dann falle ich halt nicht drauf rein. Ist auch mir auch egal, so. Na, wage dich nicht. So, immer noch ein bisschen Wolle. Hier, der Weg ist okay. Die Wolle habe ich nämlich also nicht aufgesammelt. Doch, ich habe es doch, habe ich nur gemacht. Wolle, 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 wir wollen Wolle. Ich will Wolle, du, du, du. Kitzel, Wollebrocken, Wollebrocken, da Wollebrocken, Kitzel, Kitzel, Wollebrocken. Ja, und hier, da hinten ist auch noch ein Wollebrocken. Flup, flup, flup. Wenn das nur im richtigen Leben so schnell ging, läufst du schaffen und fertig bist du. Gleich noch abgepackt in ordentliche Garnrollen, also du schneidest keinen Stoff vom Pferd, du schneidest gleich Garnrollen runter. Ist ja normal. So, dann gehen wir jetzt mal hierher und holen jetzt die Erde. Müssen wir zwar jetzt extra dahinter laufen, aber so. Jump! Oh, was für ein Move, ey, was für ein Move. Ich habe übrigens den Laufanimation habe ich mal ausgeschaltet. Das ist ein bisschen besser, finde ich. Da haben wir nur noch Birkenholz, dann nehmen wir halt das mit. Könnt gar nichts mit. Den wissen voll. Ich bin voll im Let's Play. Oh mein Gott, nein. Und hier können wir noch die Feder raushauen dafür. Das ist ja absolut kein Problem. Und dann gehen wir wieder los. Hoffentlich reicht die Erde jetzt, sagte er. Und ich weiß ja natürlich, dass es nicht mehr reicht. Hier an der Stelle habe ich ein Lied nachgeschaut und zwar war das eins von The Night of the Rabbit. Da habe ich dann darüber angefangen zu reden, dass wir Night of the Rabbit noch das Play wollen und dass wir das unbedingt machen und dass Dedelec eine mega geile Firma ist und alles richtig macht und manchen Leuten liegt es halt, Let's Plays waren und bla, Let's Plays, Spiele zu machen und bla bla bla. Und ich freue mich ja sehr, falls irgendwann mal der Nachfolgeteil von The New Beginning rauskommen sollte. Warum ist das Schwein auf dem Haus? Oh mein Gott, da ist ein Schwein auf dem Haus. Das ist mir gar nicht aufgefallen in der Folge. Ja, wenn da mal irgendwann mal New Beginning Teil 2 rauskommen sollte, wäre schon genial. Wenn sie dann irgendwie doch, wenn das irgendwie dann doch falsch gewesen ist und dann irgendwas anderes Katastrophales passiert ist und dann muss man wieder in die Vergangenheit reisen, um das wieder gut zu machen, fände ich schon cool. Und dann am besten wieder mit dem Svensson oder so. Oder vielleicht doch gar nicht mit dem Svensson, sondern das ist komplett neu. Aber Svensson war mir sehr sympathisch, muss man mal sagen. Svensson. Ben Swanson. Benjamin Franklin Swanson. Nee, warte mal, das war was jemand anderes. Du siehst, das Gras sieht man jetzt gar nicht mehr. Sieht da unten so aus, als wenn das Gras so ein bisschen in die Erde reingehen würde. Die Hecke so ein bisschen in die Erde reingehen würde. Ist ja logisch. Die schwebt ja nicht oben drüber. So. Ja, das war's dann auch. Wir haben uns auf jeden Fall verrechnet. Da wird hier nichts mehr. Dann mache ich mal ein paar Zeug. Ja, nee. Die brauche ich. Dann machen wir das wieder anders. So, Moment. Jetzt machen wir Zäune. Toll, oder? Ich bin klasse. Na komm, wir machen gleich alles. Go, 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 go. Hab keinen Platz mehr mit so. So, dann können wir das dann hier gleich zu Zäunen verarbeiten. Flup.
Und da haben wir gleich noch ein bisschen mehr Holz. Naja, schon wieder. Weil ich mach's wirklich zweimal hintereinander falsch, ne? Das ist bemerkenswert. So. Ja, wow. Und dann genau 30 Stöcke. Ich hab's ja keine Ahnung, warum ich so viele Zahlen mache, aber ich hab's einfach gemacht in dem Moment. War einfach toll. So, nice. So, gehen wir hier noch. Das haben wir eh zu viel gemacht. Da können wir jetzt ruhig mal hier rückgängig machen. Flup. So. Und weg damit. So, das war's dann eigentlich erstmal hier. Und dann können wir gleich. Na, das kommt noch weg da.